Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Ausschussreport. Es gibt wieder zwei und ihr fragt euch vielleicht, warum steht die hier in einer ganz anderen Umgebung? Das ist quasi die Rückseite vom Plenarsaal im Reichstag. Da hatten wir um 18.30 Uhr noch eine namentliche Abstimmung. Da war gerade der zweite Ausschuss vorbei, der Ausschuss Digitale Agenda. Aber jetzt möchte ich euch zuerst erzählen vom Verkehrsausschuss Verkehr und digitale Infrastruktur, in dem es heute ein zweites Mal um die ISDN-Abschaltung ging und um die großen Probleme, die das in manchen Regionen auf dem ländlichen Raum macht. Diesmal war die B-Netz A da und konnte uns fachlich fundierter Auskunft geben, als das beim letzten Ausschuss das Verkehrsministerium tun konnte. Wirklich befriedigend war die Antwort aber nicht. Ehrlich gesagt, ich war ziemlich geschockt. Zum einen kann auch die B-Netz A nicht sagen, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind. Es gab mal die Zahl, 46.000 Beschwerden oder Anfragen würden ankommen, wie viele davon auf die Umstellung ISDN-IP zurückzuführen sind. Das kann die B-Netz A aber nicht sagen. Sie sagt auch, ganz viele Menschen würden sich gar nicht bei Ihnen beschweren, weil sie sich zuerst an ihren Telekom-Provider wenden, wenn es Probleme in der Umstellung gibt. Und diese Probleme heißen in der Regel, dass die Menschen abgeklemmt und gekündigt werden von ISDN, ohne dass sie einen alternativen anderen Internetanschluss bekommen. Jetzt steht eigentlich im Telekommunikationsgesetz ein sogenannter Universaldienst drin. Das heißt, die Telekom muss eigentlich jedem Menschen in Deutschland eine Sprachtelefonie bereitstellen, aber auch einen sogenannten funktionalen Internetanschluss. Und das ist genau das Problem. An keiner Stelle steht nämlich beschrieben, was eigentlich ein funktionaler Internetanschluss ist. Heute haben wir zum ersten Mal eine Konkretisierung dafür gehört und voller Erstaunen festgestellt, dass 56 KB pro Sekunde in Deutschland behandelt werden als funktionaler Internetanschluss. Damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie langsam das ist, mit 56 Kilobit braucht man zum Anzeigen lassen des Beschwerdeformulars der Bundesnetzagentur fast 9 Minuten. Wenn man sich die Tagesschau aufrufen will, braucht man 14 Minuten, nur für die Eingangsseite. Man hat dann noch keine einzige Nachricht angeguckt, kein einziges Video, kein einziges Interview, nichts. Will man sich für Politik interessieren und die bundestag.de-Seite aufrufen, wie gesagt, nur einmal die Seite laden, die Startseite, dann braucht man dafür 19 Minuten. Das ist nicht akzeptabel in einer digitalen Gesellschaft. Das hat mit Gigabit-Gesellschaft schon mal gleich gar nichts zu tun. Das ist aber der rechtliche Stand, den wir im Moment haben. Als wir davon gesprochen haben, alle Abgeordneten aller Fraktionen fanden das unangemessen, dass man die Telekom in die Pflicht nehmen muss, wenn sie ihre Aufgabe, den Universaldienst bereitzustellen, nicht erfüllt, haben wir sehr überrascht von der Bundesnetzagentur zur Kenntnis genommen, dass die Deutsche Telekom diesen Universaldienst ja nur freiwillig ausführt. Und da sie das freiwillig macht, kann man sie auch nicht sanktionieren. Auf die Frage, aber sie stellen ihn doch gar nicht bereit, auch nicht freiwillig, zumindest in manchen Fällen, da war die Antwort, die Telekom muss eigentlich ein Jahr, bevor sie den Universaldienst nicht mehr erfüllt, bei der Bundesnetzagentur Bescheid sagen, dass sie das dann halt nicht mehr tun wird. Hat sie nicht gemacht, also erfüllt sie offensichtlich den Universaldienst, sagt die B-Netz A. Meine Frage war, wie überprüft man das eigentlich vor Ort? Wie ist das vereinbar mit den zahlreichen Meldungen von Personen, die sagen, sie sind abgeschnitten vom Internet, sie haben gar keinen Internetanschluss und gar keiner ist nun mal kein funktionaler, nicht mal ein ganz, ganz langsamer und damit der Universaldienst nicht erfüllt. Alles in allem absolut unbefriedigend. Wir haben erfahren, es sind auch wirklich kritische AnschlussinhaberInnen davon betroffen, Ärzte, Polizei, Feuerwehren und andere kritische Infrastrukturen. Da will die B-Netz A sich in jedem Einzelfall innerhalb von Stunden dahinter klemmen, aber Zahlen kann sie auch da keine nennen. Das kommt auf die Agenda für die nächste Beiratssitzung der Bundesnetzagentur. Ich bin Mitglied in diesem Beirat. Ich hoffe, ich kann auch dabei sein. Da gibt es manchmal Terminkonflikte mit der Enquetekommission Künstliche Intelligenz. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war's von der heutigen Sitzung des Ausschusses Verkehr und digitale Infrastruktur. Gleich gibt es noch einen zweiten Ausschussreport vom Digitalausschuss. Da war heute zu Gast die Digitalstaatsministerin Doro Beer aus dem Kanzleramt und unsere Verteidigungsministerin und hoffentlich nicht irgendwann Kanzlerin Annegret Kamp-Karrenbauer. Danke fürs Zugucken.